Ja, hallo und herzlich willkommen. Da war jetzt keine Vorschau, damit habe ich nicht gerechnet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Residue. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein Plattform-Adventure, so wie ich das mitbekommen habe. Allerdings nicht irgendein Plattform-Adventure, sondern ein Plattform-Adventure, in dem wir mehrere Charaktere spielen können. Wir werden, zumindest steht es in der Beschreibung, drei Charaktere spielen. Einmal Emilio, einmal Nikolai und einmal Chumagul. Und jeder dieser Charaktere hat verschiedene Fähigkeiten und mit denen müssen wir verschiedene Sachen meistern. Ja, und wir bewegen uns hier in einer Wüste in Zentralasien. Und ja, Wüste, die war, also die meisten Wüsten, denke ich mal, waren mal Ozean. Oder viele Wüsten. Jetzt erzähle ich wahrscheinlich irgendeinen Schmarrn einfach. Und in diesen Wüsten, zumindest diese Wüste war mal ein Ozean, denn hier sind lauter Schiffswracks. Was ich mal zeigen will davor, die Settings nämlich sind auch ein Schiffswrack. So, guck mal, jetzt können wir noch Deutsch einstellen. Das habe ich das letzte Mal eigentlich schon gemacht, aber vielleicht speichert er das nicht. Weiß ich nicht. Und dann würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel. Viel Spaß! After us, the flood. This is Itostauska. Ja, kommt auf jeden Fall sehr sympathisch rüber schon mal. Und das Spiel ist allgemein recht dunkel gehalten. Da muss ich. Oh. Da bleibe ich nochmal kurz hier stehen, bevor ich da rechts irgendeinen Schmarrn mache. Es ist allgemein sehr dunkel gehalten und muss ich schauen, ob ich das im Nachhinein noch ein bisschen aufhellen kann, ohne aber da die Farben zu verfälschen. Weil das wollen wir auch nicht, dass dieser helle Matsch, dieser graue, sieht dann auch nicht cool aus. Ja, cool, Bombe. Ich habe im Übrigen keine Ahnung über die Spielsteuerung, wie da irgendwas funktioniert. Ich hoffe, das wird noch irgendwann erklärt. So. Ja gut, hier können wir überall nichts machen. Ich wollte eigentlich da nach rechts hin. Ach so, wir bringen da eine Bombe nach unten, wie es aussieht. Wir müssen hoffentlich nicht zu dem hoch. Ja, Zeituhr starten. Ja, aber wie? Sag mir doch bitte wie. Ich trick. Alter, ich habe keine Ahnung wie. Ja, das war mal ein Einstieg, hä? Und wir haben es gerade schon gesehen. Und ich denke, jetzt kommt es gleich nochmal. Es ist ein Spiel von einem Entwickler, von dem wir schon mal was gespielt haben. Nämlich von The Working Parts ist dieses Spiel. Und The Working Parts hat auch They Breathe rausgebracht. Da bin ich mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Im Hintergrund sehen wir schon mal die Charaktere, die auf uns zukommen werden. Hier, der Alte ist Chumagal.
Dann sehen wir hier Nikolai und den jungen Emilio werden wir auch noch sehen. Hier, der Emilio. You knock on my door too early. There is something I have to show you. Residue. Heißt auf Deutsch so viel wie Überreste. Answering machine of Yelena Ostrovska. I am currently in Moinak, Karakal, Pakistan, with my son, to visit his grandparents. This marks my first vacation this decade. So please understand that I will not answer work-related messages. If the world is in peril this week, someone else is going to have to save it. Goodbye. This is Emilio, reporting from... Well, we're not in Moinak anymore either. My grandfather is still worried about you, and I... Look, I know why you didn't bring me on this mission. I respect that. But I won't be in your way this time, I promise. You haven't seen me do this since last summer. I am a better son now. So, I followed you into the Arrow... Ja, da war wohl ein bisschen was abgeschnitten. Sie wollte er sagen. Und Jumagol Ortikov. Meine Sohntochter. Ich denke mal, das heißt eher mein Sohn. Ist in der weißen Wüste verschwunden. Und hat den... Meine Tochter, so. Ist in der weißen Wüste verschwunden und hat den kleinen Emilio bei mir gelassen. Vielleicht können wir sie hier finden. Wir sind also auf der Suche nach der Tochter. Und jetzt sind wir... wir sind der Alte. Wir sind Jumagul. Das hier ist Emilio, okay. Das Spiel ist in 3 Akte aufgeteilt. Ein paar Kapitel. Und das ist jetzt anscheinend das erste Kapitel. Ein wichtiger Platz. We are all the residue of our past. All men must know where they come from. And for you, Emilio, this is the place you come from. This is where your mother and father met. If not for that, and if not for here, you would not walk. That's not why we're here either. Help me up here. I need an overview. Ja, wir kommen ja gleich. Hey! Ja, chill mal, Emilio. Geht's hier weiter? Hey! Ja, ich glaube, da geht's weiter. Dann gehen wir mal zuerst nochmal zu Emilio. Ich spiele hier im Übrigen mit Gamepad. Und das Entwicklerstudio... Wo kommen die her gleich nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wo die herkommen. Es sind auf jeden Fall... Ich glaube, Schweden oder so. Irgendwas Nordisches. Und ja, die deutsche Übersetzung ist teilweise fehlerhaft, aber... Ganz ehrlich, man weiß, was gemeint ist. Das sehe ich jetzt nicht so eng. Is it worth saving? Because if it is... That's why she came here. Ostrovska only comes to important places. Ja, Ostrovska kommt nur zu wichtigen Plätzen. No. I mean, how many people? How many people would we save? People die east, west, north and south of the sea. But your mother has already sacrificed enough for this. Ja, drücke A, um die Tür zu öffnen. Ah, da können wir durchgehen. Ich war gerade verwirrt, weil der Kleine ja oben war. Und bei ihm oben eine Tür ist. Ach, guck mal. Ein Auszug von Wikipedia datiert am 19. Dezember 2012. Der Aralsee war ein See, der zwischen Kasachstan im Norden und Karakalpakstan, eine autonome Region von Usbekistan im Süden. Der Name bedeutet ungefähr der See der Inseln, weil der See früher mehr als 1534 Inseln enthielt. Was eines der viertgrößte Binnensee der Welt mit einer Fläche von 68.000 Quadratkilometer war, ist seit den 1960ern bedeutend reduziert geworden,
seit die Flüsse, die ihn füllten, durch ein sowjetisches Projekt umgeleitet wurden. Im Jahre 2007 war er bis auf 40% der ursprünglichen Größe reduziert und der See hatte sich in 4 Seen geteilt. 2009 waren 2 dieser 4 kleineren Seen fast verschwunden. 2008 war die maximale Tiefe des Aralsees 42 Meter. Die einst wohlhabende Fischerindustrie der Region ist im Prinzip vernichtet worden, was zu Arbeitslosigkeit und ökonomischen Problemen geführt hat. Die Aralsee-Region ist auch sehr verschmutzt, was zu drastisch verschlechterter Volksgesundheit geführt hat. Der verkleinerte See hat scheinbar auch zu Klimaveränderungen in der Region geführt, da die Sommer heißer und trockener sind und die Winter kälter und länger. Ja, und genau an diesem Aralsee befinden wir uns jetzt gerade. Man sieht, er ist offensichtlich ausgetrocknet. Und wenn man sich überlegt, 1534 Inseln, dieser See war riesig. Wenn es nicht sogar ein Meer ist und das See mit, also See ist ja eigentlich mehr ein Meer. Naja, kann man mal drüber nachdenken, das war auf jeden Fall riesig. 68.000, achso, nee, Binnensee, ah, okay. 68.000 Quadratkilometer, das ist riesig. Ja, und jetzt ist es ausgetrocknet. Those people could be saved, somehow. Sacrifices are necessary in her line of business. Ja. Hä? Was war das jetzt? Ah, jetzt sind wir Nikolai, glaube ich, und schwimmen wieder nach oben oder versuchen zumindest wieder nach oben zu schwimmen. The earth can stir oceans and turn mountains to tiny pieces, but it cannot move that which is already dead. Yeah, I think I'll get down. Jump as far as you can, and I will catch you. Ja? Komm runter. Oh, I'm okay. Didn't hurt. Moving on. Ich wollte ihn auffangen, ne? Wait, wait. I will walk around. And I will find a way that I can take to go to the place where you are. And I will... You know, you could have just dropped to begin with. I could have fallen into one of the pink pits. Do you know what they hid on Vajrar's Denya? They thought it was the safest place in the Union. So they had to make it the most dangerous. Ich wollte gerade noch sagen, geh doch einfach durch das Gitter runter. Und dann fällt der da durch. Naja, Hauptsache eben ist nichts passiert hier. Guck mal, hier lauter Schiffsteile. Boah, es ist dunkel. Ach du Kacke, da ist eine Leiter. Und hier liegt irgendwas und eine Schaufel. Aber das können wir leider nicht aufheben. Eine Taschenlampe, können wir die nehmen? Ja, wir können die Taschenlampe nehmen. This was not here when they left. This is it then. This is her base of operations. Oh, it must be something important too. So, können wir die Schaufel nehmen? Nein, aber wir können den geheimen CIA-Bericht lesen von 1965. Vajrodenia ist für BW-Experimente wohl geeignet. Es ist ziemlich weit von der Aralsee-Küste entfernt und auch diese ist ein unbevölkerter und verlassener Teil der Sowjetunion. Ökologische Probleme, die auf dem Festland das Tierreich plagen könnten, sind kaum vorhanden. Nur Vogelschwärme, die die Insel verlassen, könnten die experimentellen Krankheiten weitergeben. Die Sicherheit vor Beobachtung und der bewussten oder unbewussten Eindringung von unautorisierten Personen ist maximal. Das Klima ist dafür angepasst, um der Beeinflussung von verschiedenen Umweltbedingungen zu testen. Also, wie gesagt, die deutsche Übersetzung ist nicht die beste, aber man versteht, was gemeint ist. Proben könnten über Wasser gemacht werden, wie die Briten es in Bermuda gemacht haben. Achso, über Wasser, nicht über Wasser, sondern über Wasser gemacht werden, wie die Briten es in Bermuda gemacht haben. Die Insel hat wenige Begrenzungen, mit denen es das Festland der USA zu schaffen hat. Ah, okay. All dieser Umweltforschung zu Trotze wurde wenig spezifisch über die Vajrodenia-Insel gefunden. Eine Forscherexpedition war im frühen 20. Jahrhundert dort. 1926 befand sich hier ein Gefangenenlager. Zwischen den 1920ern und den 1930ern
befand sich hier angeblich ein kleines Fischerdorf, welches im Winter unbewohnt war. Aber die Knappheit an Informationen über diese Insel sollte nichts Böses heißen müssen. Denn wenig ist von allen Inseln des Arals. Denn von allen Inseln des Arals ist wenig bekannt, auch von der größten, Barsa Kelmis. Seit 1959 haben keine der Versuche, aus verschiedenen Quellen Informationen von dem Vorgehen auf der Insel zu besorgen, Erfolg gegeben. In den letzten Jahren hat die Sowjetunion viel Material über den Aralsee und dessen ökonomische Probleme und da vor allem in der Fischerindustrie publiziert. In diesem Zusammenhang wurden mal einige der kleineren Inseln genannt. Die größte Insel, Barsa Kelmis, wurde in sowjetischen und britischen Nachrichten wegen besonderen Wildtiervergehen aufmerksam gemacht. Aber die Insel Vozrotstenia wird weiterhin rätselhaft verschwiegen. Ich würde das ganz gern mitnehmen und dann irgendwo mal wieder lesen können. Das wäre ganz cool. Forbidden. Chemical. Bioweapons. But Moscow feared that they would be found by the other country, so they buried it on the island in the sea in the desert. Here. Relax. Ostrovska fixed that. She called in the Marines to clean this place up before I even learned to say grandma. And do you know why she did that? Yes, because it was important.